Ich weiß, wer Sie sind, Mrs. Kepfer. Also sind Sie doch ein Reporter. Nein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe in der Zeitung gelesen, Sie würden in Ihrem Haus Geister beschwören. Das fiel mir aber erst ein, als Sie Ihren Namen nannten. Und Sie angedeutet haben, dass es in Ihrem Hause spukt. Die Zeitung hat Hokuspokus daraus gemacht, aber etwas anderes war auch gar nicht zu erwarten. Ich habe diese Seance sehr ernst genommen, denn das, was da passiert ist, hat mich nur darin bestätigt, dass es in meinem Hause spukt. Was waren das für Erscheinungen? Also, es hat andauernd... Naja, es gab da, wie soll ich sagen... Es sind einfach seltsame Dinge geschehen. Das Licht ging aus und an, Gegenstände tauchten auf und verschwanden wieder und wir hörten plötzlich eine Frauenstimme jammern. Natürlich haben Sie sich das mit Stromstörungen erklärt und dass der Wind durch den Kamin pfeift, habe ich da richtig geraten? Mason und Dreyfus haben es sich so erklärt. Dreyfus? Ja, also einer der Angestellten. Das sind zwei unverbesserliche Realisten ohne jegliche Art von Glauben. Die Geister, die in Ihrem Haus herumirren, sind genau genommen verstorbene menschliche Wesen, Mrs. Kämpfer. Sie sind nicht im Jenseits, sie sind unter uns. Ich würde sogar behaupten, dass sie denselben menschlichen Schwächen unterliegen wie wir. Davon bin ich überzeugt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich ihnen vertrauen soll, aber andererseits finde ich es auch faszinierend, jemandem zuzuhören, der fest daran glaubt, diese Dinge würden existieren. Die Liebe existiert. Glaube und Vertrauen existieren. All das nehmen wir als selbstverständlich hin, ohne Beweise dafür zu verlangen. Warum können wir dann nicht auch andere Dinge einfach akzeptieren? Gute Frage. Ich habe Gespenster in meinem Haus. Sie sind der Experte in Sachen Übersinnliches und zufällig begegnen wir uns. So, meinen Sie. Ich glaube an Geister, Mrs. Kepfer. Aber Zufälle. Zufälle gibt es nicht. Lass dich nicht von mir vertreiben, Hitte. Du warst zuerst hier. Hab Vertrauen. Ich bin sinnlos durch die Gegend gerannt und plötzlich sehe ich dich. Ich weiß nicht mal genau, wo ich hier bin. Ist dir auch egal. Weißt du, ich bin noch nicht lange in Santa Barbara. Deshalb sind wir uns wahrscheinlich bisher noch nicht begegnet. Vielleicht sollte ich mich am besten erst mal vorstellen. Okay. Vielleicht sagst du erst, wer du bist. Lass mich raten. Du heißt Sadie. Nein. Griselda, Charmaine, ich weiß nicht, ich gebe auf. Du willst, dass ich abhaue, aber es war trotzdem schön, dir begegnet zu sein. Wer auch immer du bist. Warte. Bleib noch ein bisschen. Bitte. Was hast du gesehen? Sag's mir. Da war Jody. Und du warst da. Kelly war auch dort. Es wurde immer verwirrender. Cruz? Kelly, Reese und Jody. Ist doch kein schlechtes Gespann. Cruz, ich hoffe, es hat etwas bewirkt. Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat, aber... Hab noch ein bisschen Geduld. Ja, gute Fee. Danke dir. Für
Für dich und Warren hat es sich wohl gelohnt. Und was ist mit Kelly? Irreführend, solche Träume, nicht wahr? Du schließt deine Augen und du hast das Gefühl, für all deine Probleme endlich eine Lösung zu finden. Dann wachst du auf. Die Probleme sind immer noch da und es gibt keine Lösung. Das Beste wird sein, du und Kelly, ihr vergleicht eure Träume. Weißt du noch ihren Traum, wie sie nachts allein auf der Landstraße fährt? Und sie plötzlich von jemandem angehalten wird? Das war doch gar kein Traum, nicht wahr? Wieso fragst du mich das? Weil du dabei warst. Ich konnte dich sehen. Du warst der Mann, der sie angehalten hat. Du warst diese Person. Jetzt frage ich dich, warum hat sie mir die ganze Geschichte so erzählt, als ob es nur ein Traum gewesen wäre? Keine Ahnung. Ich schlage vor, du fragst sie. Und frag sie auch gleich, warum sie den Teil erfunden hat, in dem ich sie küsse. Ist das nicht passiert? Das hat sie geträumt. Was hattest du da draußen verloren? Was fällt Ihnen überhaupt ein, in meinen persönlichen Sachen herumzuwühlen? Ich glaube langsam, dass Sie derjenige sind, der ein Problem hat. Jetzt rede ich hier nicht raus. Ich mache dir ja keine Vorwürfe. Ich will doch nur wissen, was hier los ist. Also das geht Sie doch wirklich überhaupt nichts an. Schon richtig. Es sind deine Sachen und du kannst damit machen, was du willst. Vielen Dank für Ihre Erlaubnis. Jetzt halt mal die Luft an. Ich habe dich schon oft mit Sawyer zusammengesehen und habe nie was dazu gesagt. Von mir aus mach, was du willst. Immerhin ist es dein Leben. Danke für Ihr Verständnis. Gut zu wissen, dass Sie so tolerant sind. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ignorieren Sie nur alle, die anders sind als Sie. Aber eins garantiere ich Ihnen, auf die Art und Weise werden Sie sich noch das Knick brechen, Professor. Denkst du, ich kann deine Situation nicht nachvollziehen? Du gehörst zu einer Minderheit, Troy. Ich gehöre zu einer Minderheit. Wir sind beide Individualisten. Ich muss damit klarkommen, dass man mich zum Außenseiter gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass ich den immerzu herauskehren muss. Glaub mir, sowas schreckt die Leute nur ab. Halten Sie es für besser, immer mit einer Maske durch die Gegend zu laufen? Das habe ich nicht gesagt. Wie ist das zu verstehen? Sie senden widersprüchliche Signale aus. Anstatt mal mit richtigen Argumenten zu kommen, schwafeln Sie dummes Zeug. Manche Männer bevorzugen Frauenkleider, andere wiederum sind schwul. Was nicht unbedingt heißt, dass sie Hand in Hand mit ihrem Freund durch die Straßen laufen. Sie haben mich ja noch nicht mal gefragt, ob ich schwul bin. Ich habe wirklich keine Probleme damit. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, dann ist das Ihr Problem und nicht meins. Ich hätte besser nicht herkommen sollen. Warum bist du gekommen? Ja, warum wohl? Ich wollte Ihnen nur an die Wäsche. Ist das wahr? Zumindest glauben Sie das doch. Hey, wer sagt, dass Sie mein Typ sind? Du hast etwas vergessen. Nein. Sie haben nicht gefragt, wem das Zeug gehört. Mir nicht. Hey, du kannst ja reden. Ich dachte schon, du magst mich nicht. Andererseits hättest du auch genauso gut sagen können, verschwinde von hier, ich will lieber allein sein. Ich bin froh, dass du hier bist. Aber das bleibt unter uns, okay? Ich darf nämlich nicht hierher gehen. Warum nicht? Du willst es nicht sagen. Weil es ein Geheimnis ist. Ich komme oft hierher, wenn ich über irgendetwas nachdenken muss. Oder etwas Abstand brauche. Ich kann dich ganz gut verstehen, mir geht's oft genauso. Ich bin heute einfach losgelaufen, um endlich einmal abschalten zu können. Erzähl's mir. Ach, ist belanglos. Ich hatte nur eine kleine Auseinandersetzung mit einer Freundin von mir. Oh, du hast eine Freundin.
Einen Freund zu haben ist wundervoll. Wieso? Jeder hat doch Freunde. Glaube ich jedenfalls. Würden Sie es bitte zum Tisch bringen? Danke. Hallo? Verdammter Anrufbeantworter. Hier ist deine Frau oder deine Mutter. Hört mal, ich warte auf euch. Ich bin hier im Windsurfer. Und falls jemand von euch BJ trifft, richtet ihr bitte aus, dass ich hier auf sie warte. Happy Birthday, BJ. Hallo. Hallo. Darf ich mich setzen? Eigentlich ist alles reserviert. Mhm. Wer kommt denn noch? Breeze und Sawyer. BJ wollte sich hier mit uns treffen und eine kleine Party zu ihrem 19. Geburtstag feiern. Bisher bin ich allerdings der einzige Gast. Verstehe. Tja, soll ich die Gesellschaft leisten? Nimm es bitte nicht persönlich, Kelly. Weißt du, Cruz ist auch nicht zu unserer Party eingeladen. An ihn habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, sondern daran, deine Familie kennenzulernen. Gelegentlich gern. Heute wollen wir unter uns bleiben. Okay, meinetwegen setz dich. Na los. Wir können uns ja ein bisschen mit Traumdeutung beschäftigen. Hey, vorsichtig, hör mir erst mal zu. Es war gar kein Traum. Es ist wirklich passiert. Reese hat mich nachts auf der Landstraße angehalten. Wirklich? Umso besser. Das verschafft mir endlich mal Gewissheit. Kelly, es beruhigt mich zu erfahren, dass mein Mann dir tatsächlich nachgestellt hat. Ach, jetzt dreht kein Blödsinn. Wir wollten doch nicht durchbrennen und geküsst hat Reese mich auch nicht. Diese Passage habe ich komplett erfunden. Ich weiß das. Er hat's mir gesagt. Wir haben sicher keine Kontrolle über das, was wir träumen, Kelly. Und es mag sein, dass der Verstand sich gegen Mitternacht abschaltet und unsere dunklen Seiten zum Vorschein kommen und mit Sonnenaufgang verschwinden sie dann plötzlich wieder. Ich habe bestimmt nichts gegen einen Traum, aber... Weißt du, ich habe meine Schwierigkeiten mit einer Lüge. Das sind nicht deine Sachen? Jetzt ist der Professor aber ziemlich durcheinander, was? Wenn sie nicht so verdammt überzeugt von sich gewesen wären, hätte ich es ihnen schon längst gesagt. Also, wem gehört das? Fragen Sie mich nicht. Vielleicht hat ja Ihre Freundin mal in aller Eile ihre Unterwäsche vergessen. Die gehört nicht, Angela. Und mir auch nicht. Na gut, dann habe ich mich eben geirrt. Habe ich mich auch in dir geirrt? Jetzt werden Sie aber neugierig. Sie denken, ich hätte etwas mit Sawyer. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wie meinen eigenen Bruder. Eine ehrliche Antwort. Ich wette, dass Sie mit Angela nicht halb so ehrlich sind. Das geht dich überhaupt nichts an. Ach, so ist das. Ihr Liebesleben geht mich nichts an, aber meins nehmen Sie auseinander. So würde ich das nicht sagen. Du hast mir eine Menge zu verdanken, mein Lieber. Du warst ganz unten und du dachtest, alle wären gegen dich. Du warst verbittert. Manchmal frage ich mich, warum ich dir geholfen habe. Ich weiß warum. Weil ich dich sehr mag und weil mir dein Schicksal nicht egal ist. Sagen Sie das nochmal. Etwas unverkrampfter. Sagen Sie mir ins Gesicht, dass Sie mich mögen. Und sagen Sie es mit Gefühl. Sei mir bitte nicht böse, Troy. Aber du bist auch nicht mein Typ. Ist schon gut, wir können ja trotzdem Freunde sein. Ich wette, Sie haben schwule Freunde. Ja, stimmt. Und Freunde drücken sich auch hin und wieder. Sie trösten sich. Sie umarmen sich. Seien Sie mein Freund. Trösten Sie mich, Warren. Danke. Das ist eine lächerliche Geschichte. Völlig harmlos. Ich habe mir nur einen kleinen Spaß erlaubt. Da ist nichts dran. Es
war ein Witz. Ich habe gedacht, ich mache Cruz jetzt mal ein bisschen eifersüchtig. Kelly, solltest du wieder mal vorhaben, witzig zu sein, um Cruz zu ärgern? Dann such dir doch bitte einen anderen Mann aus. Tut mir leid. In dieser Stadt wird schon genug herumgetratscht. Die brauchen unsere Unterstützung nicht. Jody, bitte entschuldige. Ich bin dir nicht böse, Kelly. Es muss wohl an diesem verdammten Abend liegen. Weißt du, ich komme mir vor wie dieser Bursche, der einen Felsbrocken den Berg hinaufwälzt, der immer wieder runterrollt und der von vorne Sisyphus anfangen muss. Du meinst Sisyphus. Über wen macht ihr euch schon wieder lustig? Hallo? Sieh mal an, ist der Selbsterfahrungstrip von Erfolg gekrönt? Scheint so. Ich wette, heute habt ihr eure Kindheit noch mal durchlebt. Stimmt. Ich habe auf einmal Appetit auf Eiscreme bekommen. Cruz ging dabei mehr in die Tiefe, muss ich zugeben. Ja. Klingt ja sehr mysteriös. Hat es sich wenigstens gelohnt? Oh ja, das Nein. war sowas wie Urlaub für die Seele. Ganz ernsthaft, das war interessant. War eine gute Idee, Kelly. Willst du es mir bald erzählen? Ja, wir reden noch drüber. Hey, Liebling, das Kind im Manne hat jetzt Lust zu tanzen. Ja, aber das kleine Mädchen ist im Moment nicht in Stimmung. Und du, Kelly? Was? Nein, danke. Jetzt nicht, Reese. Kelly, tu mir den Gefallen. Ich habe kein Problem damit. Tanz mit. Hör aber auf. Keine Widerrede. Ich will, dass du mit ihm tanzt, bevor ihr den ganzen Abend hier rumsitzt und am Daumen lutscht. Wäre dir das nicht lieber? Hauptsache, du träumst nicht wieder davon. Das ist doch wahr, oder? Okay, Spaß beiseite, wie war's? Es war gut. Sehr intensiv. Reese hat es fantastisch gemacht. Er hatte überhaupt kein Problem damit. Er ist voll darauf eingestiegen. Das war sehr beeindruckend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So ist Reese nun mal. Manchmal beneide ich ihn um seine Art. Ach ja? Begnadete Tänzer. Also, du beneidest ihn um seine Art, obwohl er dir manchmal ein bisschen zu verrückt ist. Wie kommst du denn darauf? Habe ich recht? Nein, so würde ich das nicht sagen. Er ist nicht so festgefahren wie wir. Er ist viel lockerer. Ich meine, du und ich, wir können doch noch nicht einmal ein Brot kaufen gehen, ohne uns den Kopf darüber zu zerbrechen, welche Sorte wir nehmen. Weizenbrot, Vollkornbrot, geschnittenes Brot oder im Stück. Reese macht sich überall sowas keine Gedanken. Er schlingt es einfach runter und weiß hinterher nicht einmal mehr, was er da überhaupt gegessen hat. Was ist los mit euch beiden, hm? Fängst du schon wieder an, Fragen zu stellen? Ja, denn in der Höhle hörte ich dich rufen. Es war deutlich deine Stimme. Wirklich? Ja. Und was habe ich gesagt? Hilf mir. Du hast mich um Hilfe gebeten. Sie schläft immer noch. Ich gehe dann. Sie sind bestimmt auch schon müde. Mr. Disgrazia, würden Sie bitte noch ein bisschen bleiben? Ich treffe meinen Mann an der nächsten Station und hätte noch ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na gut. Möchten Sie einen Drink? Ja, gern. Okay. Was möchten Sie noch wissen? Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Übersinnlichen? Seit meiner Kindheit. Ich bin in einem Schloss aufgewachsen. Und dort gab es viele Geister. Waren die manchmal sichtbar? Sie haben sich nur mir gezeigt. Darüber haben sich meine Eltern geärgert. Das kann ich mir vorstellen. Samantha hat mir erzählt, sie hätte eine Freundin. Jedenfalls habe ich daraus den Schluss gezogen, sie hätte sie erfunden, weil sie ein Einzelkind ist. Alle Kinder glauben nur an das, was sie sehen. Und sie sehen, was ihrer Vorstellung entspringt. Hat diese Freundin einen Namen? Ja, Abby. Weißt du, ich dachte, du wärst in die Höhle gegangen, um deine Probleme zu bewältigen und nicht meine. Schon richtig, aber du brauchst trotzdem Hilfe. Ich habe BJ getroffen, rein zufällig. Sie steckt in Schwierigkeiten. Was ist passiert? Weißt du, sie hat ein Problem mit sich und für mich ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Ich würde sie am liebsten
schütteln, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Warum hat sie Probleme in der Schule? Wenn es nur das ist. Schon. Sie will kein Mädchen sein. Was? Vijay will viel lieber ein Junge sein. Und sie ist gerade dabei, ihre Weiblichkeit zu verleugnen. Und zieht keine Kleider mehr an? Cruz, ich will auf keinen Fall, dass Reese irgendetwas mitbekommt. Sie steckt in einer Identitätskrise. Genau das ist der Punkt. Von klein auf war Vijays Identität von uns vorgegeben. Rosa Schleifen, weiße Kleidchen, kleine Löckchen. Sie war Daddys braves kleines Mädchen. Das hat er von ihr erwartet und sie hat mitgespielt. Bis jetzt. Nur das Problem ist, dass ihre neue Rolle sie mindestens genauso einzwängt. Außerdem rechnete sie nicht damit, dass wir nach einem jungen Mann in abgerissenen Jeans und mit schlechten Manieren suchten. Oh, wow. Erwartest du sie heute Abend? Ich würde gern mit ihr Geburtstag feiern. Aber ich fürchte, ich muss damit rechnen, dass die Party ausfällt. Ah, da sind Hallo. Wir wieder. Bitte. Und hat Cruz dir erzählt, dass er deine Stimme gehört hat? Ich finde, seine Träume sind ziemlich zweideutig. Ist das so? Du Spinner. Setz dich. Hab schon verstanden. Was ist daran zweideutig, wenn ein Freund einen Freund ruft? Und wenn schon allein das falsch eingeordnet wird? Ach, dann sollten wir gar nicht mehr auf die Straße gehen. Sag mal, wo bleibt denn BJ? Ich dachte, ihr wolltet Geburtstag feiern. Ach, die Kleine kommt schon. Sie weiß doch, dass wir uns hier treffen. Schatz, ich habe überall Nachrichten für sie hinterlassen, aber ich habe das Gefühl, dass sie uns versetzt. Und ich vermute, dass Sawyer hier heute auch nicht mehr auftaucht. Also, ich glaube, sein Training ist ihm wichtiger. Komm schon, ist doch nichts Neues. Du weißt doch, dass er geboxt hat, richtig? Es macht mir wirklich nichts aus. Ich bring dich gern nach Hause. Ich will dir keine Umstände bereiten. Außerdem weißt du ja noch nicht einmal, wo wir uns hier befinden. Dann machen wir es wie Hänsel und Gretel, die sich im Wald verirrt haben. Hör zu, ich find's nur nicht so gut, wenn du hier ganz allein durch die Dunkelheit läufst, weißt du? Mein Schutzengel passt schon auf. Hast du keine Angst? Ach, vor dem Wald? Wovor sollte ich denn Angst haben? Fürchtest du dich vor gar nichts? Nur vor Jungs, die zu viele Fragen stellen. Wenn du mir sagst, wo du hin willst, dann erkläre ich dir den Weg. Ich muss wieder zurück zum Strand. Das ist so eine Bar, die heißt Der Windsurfer. Und genau dort erwartet mich meine Familie. Zur Geburtstagsfeier meiner Schwester. Eine Geburtstagsfeier? Wie schön. Tja, also, ob es wirklich schön wird, entscheidet ganz allein BJ. BJ? Ja, das Geburtstagskind. Aha. Aber so, wie es aussieht, hat sie eigentlich keinen Grund zum Feiern. Ist sie traurig? Ja, sie ist traurig und wütend. Ein bisschen durcheinander. Ach, weißt du, ich habe eine ziemlich seltsame Familie. Aber trotzdem liebst du deine Familie, oder nicht? Selbstverständlich liebe ich sie. Das ist nicht das Problem. Oder vielleicht ja doch. Wie sagt man so schön? Wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohne einander. Trifft haargenau auf uns zu. Wird man doch auch Mach durchgeschüttelt. Oh, bitte erzählen Sie weiter. Wir waren bei Abby stehen geblieben. Ja, richtig. Ich glaube, sie hieß Abigail. Die damalige Besitzerin meines Hauses. Da fällt mir etwas ein. Was denn? Abby, das war der Name von Abigails Enkeltochter. Und vermutlich ist das auch das Mädchen, von dem Samantha andauernd redet. Haben Sie sie auch gesehen? Mein Mann hat mal eine Art rosa Schleier vorbeihuschen sehen, sagt er. Und ich habe ganz in meiner Nähe eine weibliche Stimme flüstern gehört. Sie flehte mich an, das Haus nicht zu verlassen. Und sie war so gegenwärtig, dass ich dachte, wenn ich mich umdrehe, würde eine sterbliche Gestalt vor mir stehen. Wie dumm.
Nein, wieso? Weil ich ganz zufällig weiß, wo ihre Grabsteine stehen. Beide, sie und ihre Mutter, sind schon vor einigen Jahren gestorben. Eine traurige Geschichte, Mrs. Kämpfer. Ich schlage vor, wir unterhalten uns morgen früh weiter. Ich bin ziemlich erschöpft von dieser langen Reise. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich ziehe mich dann zurück. Gute Nacht. Mr. Disgrazia, es ist eigentlich nicht meine Art, einem Fremden meine Tochter anzuvertrauen, aber ich möchte nur mal schnell zum Schaffner und ihn fragen, ob mein Mann seine Ankunft bestätigt hat. Deswegen wollte ich Sie bitten, bleiben Sie einen Moment hier. Nur für den Fall, natürlich, dass Samantha aufwacht. Ich bin gleich wieder hier. Was davon, wie man die Leute von seinem Tisch vergraulen kann, mein Liebling. Du hast gewusst, dass Sawyer boxt, nicht? Ja, das stimmt. Und du hast es absichtlich verschwiegen? Nur weil es mich nichts angeht. Du weißt, was ich davon halte, und trotzdem unterstützt du deinen Sohn. Unseren Sohn, Reese. Unser Sohn ist 18 Jahre alt. Ich habe schon aufgehört, ihm Vorschriften zu machen, als er gerade mal alt genug war, um sich selbst die Nase zu putzen. Ich finde, was Sawyers Entscheidungen angeht, sind die immer noch weitaus vernünftiger als deine. Also spiel dich nicht wie ein Oberlehrer auf. Ich weiß, dass ich kein Vorbild für ihn bin. Das bin ich wirklich nicht. Uns weiter unterhalten? Wenn es noch irgendwas Wichtiges zu sagen gibt. Sie halten mich für ziemlich verkorkst, was? Ich gebe zu, ich bin ein bisschen durcheinander. Aber das können Sie ja sicher für Ihre literarische Arbeit verwenden. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge erzählen. Sie sind doch immer auf der Suche nach einem guten Stoff. Sie waren schon überall auf der Welt und haben eine Menge Leute kennengelernt. Sie sind immer auf der Suche nach irgendetwas, stimmt's? Was suchen Sie wirklich? Ich suche mich selbst. Soll ich dir was sagen? Hier habe ich mich gefunden. Erspar dir den Kummer, Kleine. Wer wegläuft, der findet nie zu sich selbst. Glauben Sie denn, dass ich das tue? Ich will dich ja nur warnen. Du hast vom ersten Tag an alles Mögliche getan, um aufzufallen. Worauf es dir ankam, war, dich von den anderen zu unterscheiden. Du bist in meinen Kurs reinmarschiert und hast mich gebeten, dir zu helfen. Was ich auch versucht habe. Und jetzt machst du mir einen Vorwurf daraus. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Mrs. Kämpfer, die beiden Kinder sehen sich wirklich verblüffend ähnlich. Das habe ich auch festgestellt. Wissen Sie, ich habe das Tagebuch gelesen. Als Abigail in ihrem Tagebuch über ihre Enkelin schrieb, war Abby in demselben Alter wie meine Tochter. Und die Kleine ist zu dem Zeitpunkt sehr, sehr krank gewesen. Was hatte sie? Es fing mit Schlafstörungen an. Ich geriet in Panik, denn Samantha wurde auch krank. Ich bin mit ihr zu vielen Ärzten gegangen, aber es stellte sich raus, dass es nur eine harmlose Grippe war. Das freut mich sehr. Es fasziniert mich, was in Ihrem Hause vor sich geht. Und ich würde mich wirklich gern ein wenig näher damit befassen.
Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Mrs. Camper. Ist die Kappe für die Party? Nein, das ist meine Baseballkappe. Ich kenne Baseball aus dem Fernsehen. Bist du einer von den Dodgers? Nein, zu denen gehöre ich nicht. Ich spiele nur hin und wieder Baseball. Meine Sportart ist Boxen. Das ist kein guter Sport. Vorsicht, du solltest mich erst mal im Boxring sehen. Ich würde dich lieber beim Baseball sehen. Darf ich deine Kappe als Erinnerung an diese Begegnung behalten? Na klar, aber es wird nicht bei der Erinnerung bleiben, denn ich komme garantiert wieder. Wirst du keinen Ärger bekommen? Was? Warum sollte ich Ärger bekommen? Du bist wirklich ungewöhnlich. Ich habe noch nie ein Mädchen wie dich getroffen. Hör mal, wollen wir uns morgen Abend wieder hier treffen? Wenn du willst. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt muss ich aber los. Meine Leute werden sich fragen, wo ich bleib. Wir sehen uns dann morgen, okay? Ja, ich freue mich schon. Ich auch. Wiedersehen. Sag mal, ich weiß noch nicht einmal deinen Namen. Aurora. Und wie heißt du? Sawyer. Sawyer. Gute Nacht. Gute Nacht. Gleich. Warte mal. Wohin soll das führen? Ist alles gut. Ich weiß jetzt, was ich will. Ich will mit dir zusammen sein. Sie haben recht mit dem, was Sie gesagt haben. Danke. Vergiss es. Ich gehe jetzt. Wollen Sie mir nicht auf Wiedersehen sagen? Warren, sehen Sie mich an. Oder irgendwas dazwischen. Es ist mir auch egal. Aber ich bin angelogen worden und dafür will ich eine Erklärung. Das lässt sich nicht in einem Satz erklären. Wie wär's, wenn du es einfach mal versuchst? Ich fand es besser, mich als Mann zu verkleiden. Was hast du dir davon versprochen? Für mich liegt das auf der Hand. Die Welt wird immer noch von Männern bestimmt. Daran hat sich nichts geändert. Was das für uns Frauen eigentlich bedeutet, ist mir erst klar geworden, als ich anfing, dieses ungeschriebene Gesetz anzuzweifeln. Es ist etwas anderes, wenn du Fremde anlügst. Aber denen du wirklich etwas bedeutest, nicht die Wahrheit zu sagen, wie willst du das rechtfertigen? Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich wusste einfach nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Gar nicht so leicht, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe euch an der Nase rumgeführt. Es war nur Spaß, ich bin nämlich ein Mädchen. Sie werden doch sicher nicht leugnen, dass auch heute noch, wenn ein Mann und eine Frau sich um denselben Job bewerben, der Mann bevorzugt wird. Ich habe ein Ziel und das will ich erreichen. Ich will Journalistin werden. Ich habe mein Leben lang erfahren, was das heißt, diskriminiert zu werden. Egal, um was es sich handelt. Ich sehe nicht ein, dass ich
als Frau weniger wert sein soll. Ich wollte nur, dass man mich nach meiner Arbeit beurteilt. Und nicht danach, welches Geschlecht ich besitze. Ich will mir diesen Schwachsinn nicht mehr länger anhören. Wir alle werden täglich beurteilt. Was unser Geschlecht angeht, was unsere Rasse, was unsere Religion, was unser Bankkonto angeht. So ist das Leben nun mal. Werd erwachsen, wenn du überleben willst. Und was ist Ihnen das Wichtigste bei einem Menschen? Ehrlichkeit und Integrität. Tugenden, die dir offenbar fremd sind, Troy. Aber das ist sicher nicht dein richtiger Name. Mein Name ist BJ. In Ordnung, BJ. Das ist also der Vorname. Und wie heißt du weiter? Walker. Ich glaube, Sie wissen, wer meine Eltern sind. Jodie ist meine Mutter und Reese Walker meine... Ich doch verstanden. Und wie ich sehe, hat es Eindruck auf dich gemacht. Ich schulde Rafe sehr viel. Von wegen. Du schuldest ihm noch was. Wach endlich auf. Weißt du nicht mehr, dass er dich entführt und bedroht hat? Das war ein Missverständnis, sonst nichts, okay? Ich habe mir ein völlig falsches Bild von Rafe gemacht. Ich habe mich eben geirrt und du irrst dich auch. Weißt du was? Ich habe keine große Lust, hier zu stehen und deinen Lobgesang auf diesen Kerl zu hören. Und außerdem bin ich mit meinen Eltern hier. Nein, Sawyer, nun stell dich nicht so an, bitte. Na komm schon. Ich muss mit dir über diesen Kampf reden, den ihr beide davor habt. Das ist doch dumm. Jetzt hör mir mal zu, wenn er so feinfühlig ist, wieso redest du dann nicht mit ihm darüber? Das habe ich schon längst versucht. Leider hat er aber genauso einen Dickschädel wie du. Sag es ab, okay? Nein, nein, das kann ich nicht. Was willst du denn damit beweisen? Ich finde, euer Vorhaben ist absolut schwachsinnig, Sawyer. Lily, ich will niemandem etwas beweisen. Der Kampf wird stattfinden und daran kannst auch du nichts mehr ändern. Ich möchte auch nicht... dass du irgendetwas über diesen Kampf vor meinen Eltern erwähnst. Soll das etwa heißen, dein Vater beendet vielleicht diesen Unsinn, wenn ich ihm etwas erzähle? Denn wenn es so wäre, überlege ich mir, ob ich es nein, nicht nein, 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 sollte. Weißt du, was dann zu Ende sein wird? Unsere Freundschaft. Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Denk darüber nach. Hi. Hi. Weißt du, was ich denke? Ich denke, dass keiner von euch beiden den anderen K.O. schlagen wird. Und weißt du wieso? Weil ihr zwei Dickschädel seid. Hast du Hunger? Setzen wir uns dahin? Ja, sehr gern. Aber ihr beide geht mit der Sache zivilisierter um, als ich es tun würde. Die da drüben würde ich nämlich gerne schießen. Ich habe ihn wieder gesehen. Ach, wirklich? Deshalb warst du im Krankenhaus auch so eigenartig, weil du die Stimmen deiner Eltern gehört hast. Habe ich recht? Ganz ausgezeichnet analysiert. Das heißt im Klartext, deine Eltern wissen nichts von deiner Verkleidungskomödie. Meine Mutter weiß es. Sie hat mich damals erkannt. Aber vorher wusste keiner was, außer meinem Bruder. Sawyer. Deshalb hängt ihr wie Kletten aneinander. Noch ein Treffer, Professor. Und du hast mich im Glauben gelassen, dass du schwul bist. Was heißt hier im Glauben gelassen? Sie waren es, der einfach dieses Urteil über mich gefällt ein hat. Ein Urteil, das du ganz offensichtlich gar nicht korrigieren wolltest. Und wieso hätte ich das bitte tun sollen? Ich finde nichts falsch daran, schwul zu sein. Mein Gott, ich doch auch nicht. Aber ich finde, du hättest mit der Situation anders umgehen müssen. Die Art, wie du dich verhalten hast, war falsch. Das weiß ich jetzt auch. Wieso sage ich wohl plötzlich die Wahrheit? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sind Sie wirklich so ahnungslos? Ich weiß nicht, offenbar schon. Allein ihretwegen. Ich sage ihretwegen die Wahrheit. Wärst du hier schon? Genauso nett wie am Strand, nur nicht so sandig. Ach, ganz schön clever. Du mir mit der Decke. Ja. Hm.
Ich will dich einfach nur ansehen. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Du kannst es mir ruhig sagen. Nein, nein, nein. Nein. Nein? Nein. Weißt du, wir haben so lange auf diesen Augenblick gewartet und jetzt, wo er da ist, kann ich nicht glauben, dass er wahr ist. Es ist doch aber wahr. Schöner Abend, um schwimmen zu gehen, oder nicht? Das, ja, später vielleicht. Waren wir nicht gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt? Ja, oder? Aber ich bin noch nicht bereit dazu. Verstehe ich nicht. Ich bin bereit, aber eben erst dann, wenn du es auch bist. Ich bin aber bereit. Es ist in Ordnung, wirklich. Ich weiß, dass du es nicht bist. Aber sobald du keine Zweifel mehr hast und akzeptieren kannst, was zwischen uns passiert, ich wissen, ich werde leicht zu finden sein. Gib mir einfach ein Zeichen. Was? Sie müsste schon längst hier sein. Ich hab dir gesagt, mach dir keine Hoffnung. Ich verstehe das nicht. Wieso sollte ich nicht darauf vertrauen, dass meine Tochter ein Versprechen, das sie gegeben hat, auch einhalten wird? Dad, wir haben euch dieses Versprechen vor vielen Jahren als Kinder gegeben. Damals hatten wir keine andere Wahl. BJ sitzt womöglich gerade auf einem Berg und hat dabei völlig vergessen, dass heute ihr Geburtstag ist. Nein, das glaube ich einfach nicht. Vielleicht hat sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie sitzt auf keinem Berg, Sawyer. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Ich habe sie heute im Krankenhaus gesehen. Aber sie ist doch gesund. Den Eindruck machte sie. Darum bist du heute Abend so still gewesen. Wieso hast du mir nichts gesagt? Du hast die ganze Zeit gewusst, dass BJ als Junge verkleidet durch Santa Barbara läuft. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Weil das nicht meine Aufgabe ist, Mom. Du solltest vielleicht mal versuchen, unter vier Augen mit BJ darüber zu reden. Das habe ich doch schon versucht. Aber ich schaffe es nicht, die Mauer zu durchbrechen, die sie aus Wut und Hass um sich aufgebaut hat. Ich weiß, dass es deinem Vater das Herz brechen wird, wenn er davon erfährt. Mom, er wird's überleben. Lass das. Mir ist wirklich nicht zum Spaßen zumute. Ist ja schon gut. Es gibt noch eine andere Lösung. Sag's ihm einfach nicht. Sie ist seine Tochter. Er sollte die Wahrheit erfahren. Sie will aber nicht, dass er davon erfährt. Mom, bitte, BJ ist alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen, also lass es gut sein. Na, großartig. Einfach wunderbar. Ich bin gerade mal 5 Minuten weg und du schaffst es, dass deine Mutter den Tränen nahe ist. Du machst mich also dafür verantwortlich? Nein, nein, er hat gar nichts getan. Er ist nicht dafür verantwortlich. Ich habe nur über BJ nachgedacht. Ihr Geburtstag hat mich daran erinnert, wie schnell die Jahre verflogen sind und das hat mich umgehauen. Ich habe dich sehr vermisst. Weißt du das? Du rufst nie an, du schreibst mir nicht. Gina, verzeih mir, ich habe dich auch vermisst, aber Sisi beschäftigt mich rund um die Uhr. Das glaube ich dir gern. Ich wette, er versucht, dich von mir fernzuhalten. Nein, das ist nicht wahr. Ich soll dich im Auge behalten, hat er gesagt. Und deine Seance hat diese Aufgabe nicht unbedingt erleichtert. Die Seance? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das auch bei dir gewirkt hat. Nicht bei mir, aber bei Sisi. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass du seine Familie ruinieren willst. Er hält es für eine perfekte Inszenierung, um Mason in Verruf zu bringen. Aber das war keine Inszenierung von mir. Sowas gibt's wirklich? Ich weiß, es hört sich vielleicht verrückt an, aber Minx sagt, dass ich sie habe. Was hast du? Die Gabe. Das dritte Auge. Ich kann mit der Geisterwelt in Verbindung treten, sagt sie. Gern geschehen. Wie konnte das bloß passieren? Das war vorauszusehen, weil du mehr auf Lisa achtest als auf deine Arbeit. Wundert dich das etwa, Rafe? Sie starrt mich wirklich ununterbrochen an. Was bildet sich diese Frau eigentlich ein? Wie kann sie das nur wagen nach allem, was sie mir angetan hat? Mach dir keine Gedanken wegen Lisa. Sie ist es überhaupt nicht wert. Aber Rafe,
Sie hat mich gedemütigt und du meinst, ich soll mir darüber keine Gedanken machen? Danke. So. Lass uns gehen. Und wohin würdest du gerne mit mir gehen, Lilly? Nach draußen, wir müssen miteinander reden. Komm schon. Ich bin gleich wieder da. Wir können auch gerne was essen, wenn Sie möchten. Na sowas, das darf doch nicht wahr sein. Das heißt also, mit anderen Worten, ich bin der Grund dafür. Egal, was Sie jetzt von mir denken. Sie werden mich für verrückt halten, aber ich habe Sie sehr gern. Ich habe in Ihrem Leben nur Unruhe gestiftet, das will ich nicht mehr. Es tut mir leid, dass Sie meinetwegen in Schwierigkeiten gekommen sind. Vor allem mit Angela. Ich gehe zu ihr und dann werde ich ihr alles erklären. Nein, 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 tu das bitte nicht. Dadurch würde alles noch viel schlimmer werden. Ich denke, es ist am besten, wenn du einfach gehst. Basta. Das werde ich. Nur würde ich gern bei Ihnen weiter studieren. Nein. Das halte ich für keine gute Idee. Denken Sie nicht, wir sind erwachsen genug, um uns weiterhin als Student und Lehrer zu begegnen? Jetzt reicht's mir aber endgültig. Das macht mich alles nur noch wütender. Ich bin angelogen worden. Aber ich lüge nicht und erwarte, dass man mich nicht anlügt. Ich bin zum Narren gehalten worden. Und genauso fühle ich mich auch. Du kommst in meinen Kurs und mein Leben gerät auf einmal völlig aus den Fugen. Ich würde es gern wieder ordnen und dazu brauche ich deine Hilfe nicht. Vielen Dank auch. Ich weiß, dass es meine Schuld ist. Und deshalb habe ich sie auch um Verzeihung gebeten. Aber damit ist es keineswegs erledigt. Und dieser ganze Blödsinn über Diskriminierung der Frauen sieht auf dem Papier gut aus, aber es rechtfertigt nicht dein Verhalten. Ich habe einen Fehler gemacht, Warren. Aber fragen Sie sich selbst ganz ehrlich. Wären wir auch befreundet gewesen, wenn ich Ihnen als Frau gegenübergetreten wäre? Sie brauchen diese Frage nicht zu beantworten. Ich kenne die Antwort bereits. Sie wären mir aus dem Weg gegangen. Sie hätten mich keineswegs respektiert. Und wahrscheinlich wäre ich für Sie so eine Art Bedrohung gewesen. Sie wissen, dass ich recht habe. Das war's dann wohl. Ich hol meine Sachen und dann gehe ich. Es tut mir so leid. Wow, was bedeutet das? Von mir doch ein Zeichen. Wenn ich soweit bin. Ich möchte mit dir schlafen, Kelly. Jetzt sofort. Kein Grund, gleich so auszurasten. Du warst doch diejenige, die sich provozierend verhalten hat. Und wie hätte ich mich deiner Meinung nach verhalten sollen? Ich wäre einfach gegangen.
Du weißt, dass das nicht möglich war. Hör auf, mir das Opfer vorzuspielen. Es ist nichts passiert und niemand wollte dir etwas tun. Also, endgut, alles gut oder was? Weißt du, es wäre wirklich viel konsequenter und wesentlich ehrlicher von dir, Lisa, wenn du mich mitten in der Stadt steinigst. Was ist bloß los mit dir? Denkst du etwa, ich habe keine Gefühle? Also, wenn du mich so fragst, nein, ich glaube nicht. Moment mal, Lisa, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich weiß, deine Eltern haben sich scheiden lassen und ich weiß auch, wie schwer das für dich gewesen ist. Dennoch hast du nicht das Recht, andere Leute so von oben herab zu behandeln. Ich bin für das, was du durchgemacht hast, nicht verantwortlich. Da liegst du vollkommen falsch. Ich halte dich nämlich sehr wohl dafür verantwortlich. Ich freue mich, dass sie für mich Zeit hat. Weißt du, wer sie ist? Hast du sie schon mal gesehen? Wir könnten sie an unseren Tisch bitten. Das würdest du machen? Du würdest mir sowieso erst deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, wenn du deine unersättliche Neugier befriedigt hast. Ich bin froh, dass sie es so kurzfristig arrangieren konnten. Ich habe gerade für meine Prüfung gelernt, als der Begleitservice anrief. Moment, Sie lernen für eine Prüfung? Ja, ich beabsichtige nämlich, Krankenschwester zu werden. Ja? Was ist mit Ihnen, Lionel? Wieso ruft ein attraktiver Mann wie Sie es sind den Begleitservice an? Ich bin sicher, Sie kennen viele Frauen, die entzückt wären, von Ihnen eingeladen werden. Oh, hören Sie auf, hören Sie auf. Nein, ganz ehrlich, es war ein spontaner Einfall von mir. Die meisten waren nicht da oder hatten bereits schon eine Verabredung. Aber ich muss zugeben, dass Sie eine echte Überraschung sind, denn so hatte ich Sie mir nicht vorgestellt. Sie sind wirklich hübsch, aber irgendwie anders. Was haben Sie denn erwartet, Leine? Wollen Sie es wirklich wissen? Aha. Ein Püppchen. Also, Leine. Oh, hallo. Ich dachte, Sie wollten zu Hause bleiben. Das haben Sie gesagt und nicht ich. Wie wäre es, wollen Sie mich nicht vorstellen? Oh, verzeihen Sie, Winnie. Gina, Winnie. Winnie? Das ist ja süß, wie Winnie der Bär. Wollt ihr euch vielleicht zu uns setzen? Gerne, aber ich weiß nicht, ob Winnie damit einverstanden ist. Vielleicht... Natürlich, wieso nicht? Na schön, dann setzen wir uns dazu. Wir sitzen hier. David, Winnie, David. Oh, hallo, David. Winnie, sehr erfreut. Und, sind Sie schon lange in Santa Barbara? Erzählen Sie mir alles also, über sich. Sie werden es kaum glauben, aber Winnie gehört zu den Menschen, die viel lieber zuhören. Ich meine, sie redet nicht gerne so viel wie Ach, Sie, Unsinn. Gina. Alle Frauen lieben, müssen sie über sich selbst verstehen. Zu reden, habe ich recht, Winnie. Woher kommen Sie? Aus Los Angeles. Wirklich? Und seit wann leben Sie in Santa Barbara? Ja, also noch nicht sehr lange. Sie lebt erst seit ein Lionel. Paar Wochen. Darf Winnie mal was sagen? Ja, was ist? Sie hat noch keine zwei Worte gesprochen. Ich stelle ihr tausend Fragen, die sie nicht beantworten kann, weil sie ihr ständig dazwischenfunken. Was? Ich? Ja, ich werde immer wütend, wenn Männer denken, sie müssten für die Frauen das Wort ergreifen. Besonders bei reichen Männern. Das macht mich einfach rasend. Ja, sie denken, alles, was sie von sich geben, ist tausendmal interessanter als das, was eine Frau zu sagen hätte. Was ist denn? Oh mein Gott. Ich hätte nicht erwartet, dass du es wörtlich verstehen würdest. Naja, du wolltest ein Zeichen. Was gibt es Besseres als Signalfackeln? Und zufällig hattest du ein Dutzend in der Tasche. Ich bin Polizist und mein Wagen ist voll mit allem, was man für den Notfall braucht. Ach, so ist das. Für dich bin ich einfach ein Notfall am Straßenrand. Nein, ein besonderer Notfall. Aber ich weiß noch nicht genau, was für einer. Vielleicht musst du dich noch etwas näher mit diesem Fall beschäftigen. Noch näher? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber ich versuche es natürlich gern. Und wo wirst du hingehen? Ist das so wichtig? Beantworte nur die Frage. Gehst du wieder zu deinen Eltern? Nur keine Sorge, ich komme schon klar. Davon bin ich überzeugt. Wir haben ihren Einfallsreichtum ja zur Genüge kennengelernt.
Ich hoffe, Sie können mir vielleicht irgendwann vergeben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass das endlich vorbei ist. Ja, bist du das? Was soll das schon wieder bedeuten? Ich denke, du hast mich schon verstanden. Was? Fehlen dir die Worte? Als meine Eltern zu streiten anfingen und nur noch von Trennung gesprochen haben, war es, als würde meine Welt zusammenbrechen. Alles, woran ich geglaubt hatte, existierte nicht mehr. Es war auf einmal so anders. Also griff ich nach jedem Halt. Egal wonach, verstehst du? Ich suchte nach einem Anker, der mich davor bewahren würde, in all dem Chaos unterzugehen. Und ich fand ihn auch. Wenigstens dachte ich das. Lisa, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Stell dir vor, ich traf auf ein Mädchen. Sie erzählte mir etwas von Glauben, Vertrauen und Liebe. Und glaub mir, es tat so gut, das von ihr zu hören. Und deswegen fiel ich darauf rein. Jedes Wort, das sie sagte, kaufte ich ihr ab. Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Sie hat mir genauso etwas vorgeheuchelt wie meine Eltern. Aber bei ihr hat mich das sehr viel mehr getroffen. Irgendwie erwartet man ja, dass man von seinen Eltern hereingelegt wird. Aber doch nicht von seinen Freunden. Und ganz sicher weißt du ja, von welchem Mädchen ich spreche. Sie ist eine Lügnerin, der man besser aus dem Weg gehen sollte. Ihr Name ist Lily. Lily Light. Lisa, ich... Nein, wag es nicht, mich anzurühren. Lilly? Tut mir leid. Ich wollte nur mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Rafe, ich will jetzt mit niemandem sprechen, okay? Was hat sie zu dir gesagt? Nicht viel. Eigentlich hat sie mich nur daran erinnert, was für ein Mensch ich wirklich bin. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ich will dir doch nur helfen. Willst du dir nicht von mir helfen lassen? Hör auf damit, du kannst mir nicht helfen. Du kennst mich ja nicht mal. Du denkst, ich wäre das Mädchen, das deine Träume erfüllen wird, aber da bist du im Irrtum. Ich bin nämlich eine Null, klar? Ich zerstöre das Leben anderer Menschen, also bitte tu dir selbst einen Gefallen und geh einfach, bevor ich dein Leben auch noch zerstöre. Lilly, warte! Rafe, lass mich los, bitte, Rafe! Gott! Ich muss mich bei euch allen entschuldigen und Winnie, vielen Dank für Ihre Hilfe auch, wenn das meine Rippen vielleicht nicht überleben werden. Diesen Erste-Hilfe-Griff habe ich mal versucht bei Minx anzuwenden, aber vielleicht hätte ich das lieber bleiben lassen sollen. Ich frage mich, woher wussten Sie, dass er einen Erstickungsanfall hat? Man kann es gut an der Körperhaltung erkennen. Aber Sie wussten gleich, was zu tun? Weil das zu meiner Ausbildung gehört. Das habe ich auch. Und was lernen Sie? Ich war in so einem Kurs, der im Krankenhaus angeboten wurde. Ich kann es nur empfehlen. Wie man sieht, ist es wirklich hilfreich. Sind Sie so etwas wie eine Krankenschwester? Ja, ich hoffe bald. Dann werde ich meinen anderen Beruf aufgeben. Und was ist das für ein anderer? Ach du meine Güte, es ist ja schon spät. Wir müssen leider gehen, Winnie. Aber Moment mal, Winnie und ich haben uns doch gerade so nett unterhalten. Alles gut, Winnie. Wir müssen los, schnell. Oh, vielen Dank. Es ist fast Mitternacht. Ich werde schon mal die Kerzen anzünden. Aber Schatz, wofür denn? Es ist offensichtlich, dass BJ nicht mehr kommen wird. Gib es auf, Dad. Du weißt, dein Vater gibt nie auf. Mom, du denkst doch nicht, dass ihr irgendwas zugestoßen ist. Nein. Dass wir noch nichts von ihr gehört haben, muss doch nicht gleich bedeuten, dass ihr etwas passiert ist. Wieso sollte ich mich nicht freuen, dass sie endlich weg ist? Nach all dem Ärger, den ich ihretwegen gehabt habe. Weil ihr euch sehr nahe wart. Angela, die Freundschaft, die ich mit diesem Mädchen hatte, basierte auf einer Lüge. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich betrogen.
Wirst du sie weiter unterrichten? Nein. Nein. Ich habe ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich sie in meinem Kurs nicht mehr sehen will. Das freut mich. Du hast mir gefehlt. In letzter Zeit warst du nur mit ihr beschäftigt. Es freut mich, dass wir jetzt wieder mehr Zeit für uns haben. Ich auch. Oh Gott. Baby, ich hab dich vermisst. BJ, dein alter Vater kennt dich immer noch am besten. Ich hab dich vermisst. Lass dich ansehen, wie hübsch du aussiehst. Herzlichen Glückwunsch, Baby. Oh, danke. Was ist mit dir, Mom? Keine Luftschlangen, keine Wunderkerzen? Freust du dich nicht auch, mich zu sehen? Es war ein Fehler, gut, aber jeder macht mal Fehler. Nein, Rafe, du verstehst das nicht. Es geht nicht um Fehler, sondern darum, wie raffiniert und eiskalt ich gewesen bin. Und das war ich nicht nur in dieser Situation. Es ist mir egal, was du früher getan hast. Nein. Ich möchte, dass du es erfährst. Als ich mich Lily Light nannte, war ich mit einem Mann liiert. Ich werde dir aber nicht seinen Namen sagen. Nicht, weil ich mich selbst damit schützen will, sondern um ihn zu schützen. Ich habe ihn angelogen. Denn ich habe ihm erzählt, dass ich noch Jungfrau sei. Dasselbe habe ich Ray erzählt. Dasselbe habe ich Ted erzählt. Ich kann verstehen, wieso du das getan hast. Wieso kannst du das verstehen? Ich verstehe es nicht. Lily, du wolltest niemanden täuschen. Du wolltest das Gefühl der Unschuld wieder haben, das es nur einmal geben kann. Aber deshalb bist du doch kein furchtbarer Mensch. Jeder sehnt sich danach. Darum gibt es Drogenabhängige. Sie wollen immer wieder das Gefühl erleben, dass sie bei ihrem ersten Turn hatten. Weißt du, was ich meine? Ja, die Moral von der Geschichte ist, dass du es nie wiederfinden kannst. Du wirst es wiederfinden, Lily. Das wirst du. Denn wenn ich zum ersten Mal mit dir schlafen werde, wirst du dich wie eine Jungfrau fühlen. Weil du zum ersten Mal erfahren wirst, was Liebe ist. Hier. Genau hier. Hier in deinem Herzen. Schnell, du fehlst mir. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Es ist hier nicht so romantisch wie... Bei mir ist dort kalt geworden. Oh nein, wieso hast du mir nichts gesagt? Ich werde dich immer warm halten, Kraus. Kraus? Ja? Es ist schon sehr spät. Ich muss noch nach Hause kommen. Aber du bist zu Hause. Bereust, was letzte Nacht
zwischen uns beiden passiert ist. Ehrlich gesagt, ein bisschen, es hätte die ganze Nacht gehen können. Es wird sicher nicht einfach. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Wegen meiner Familie. Dein Vater, meinst du? Und die Kinder. Die beiden müssen wissen, was passiert ist. Ganz ruhig. Nur immer schön langsam. Ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir es niemandem erzählen. Zuerst mal. Wieso nicht? Ich fände es spannend, wenn es unser kleines Geheimnis wäre. Oh ja. Eine Weile. Sehr spannend. Ich sehe es deutlich vor mir. Ich besuche deinen Vater und du kommst ins Zimmer. Und mit einem Blick sieht er mir sofort an, an meinem Gesichtsausdruck, was los ist. Das wäre so offensichtlich. Was glaubst du denn? Was wir auch für Schwierigkeiten kriegen. Ich fühle mich glücklich und sicher in deinen Armen. Das ist toll. Du bist sicher in meinen Armen. Wie lange dauert es noch, bis die Kinder aufwachen? Wir haben noch eine Weile Zeit. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich höre sie. Ich höre sie immer. Okay. Für ein wunderschöner Strauß. Ich habe frische Avocados für dein Lieblingsomelett. Oh, ich habe keinen Hunger, Mama. Wieso? Sissi hat dich heute Morgen vor deinem Frühstück aus dem Krankenhaus abgeholt. Oh, Mama, bitte. Ich verspreche dir, dass ich dich zum Mittagessen nicht enttäusche. Sissi, ich danke dir für die Blumen. Sie sind wirklich, wirklich wunderschön. Tu mir einen Gefallen. Leg dich doch etwas hin und ruh dich aus. Nein, das möchte ich nicht. Santana, du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Du brauchst jetzt sehr viel Ruhe. Ja, und ich weiß auch, dass ich mich nicht ausruhen kann, wenn du mich die ganze Zeit bemutterst. Jetzt mach dir keine Sorgen um mich. Ich schaff das schon. Natürlich schaffst du es. Ich weiß, wie stark du bist. Ich weiß auch, wie schwer es ist, ein Baby. Ja, du hast völlig recht. Und glaube mir, ich mache mir nichts vor. Es belastet mich durchaus. Doch ich weiß, dass es irgendwie weitergehen muss. Ja, es muss weitergehen. Da hast du recht. Also dann verschwinde ich jetzt ganz schnell in der Küche und mache für dich ein ganz besonderes Mittagessen. In Ordnung. Danke. Sie liebt dich über alles. Ja, das tut sie. Was ist das? Mach es auf. Ach, Sissi. Du hättest mir doch nichts kaufen müssen. Ist ja auch kein gewöhnliches Geschenk. Ich möchte vielmehr, dass es uns daran erinnert, was wir miteinander geteilt haben. Du hast dich wunderbar verhalten. Du hast mir die ganze Zeit zur Seite gestanden. Ich wollte für dich da sein. Oh, Sissi.
Wir beide wissen doch genau das. Der Grund, warum du mich heiraten wolltest, das Baby war. Und wir wissen beide, dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, dass du dich, wie soll ich sagen, an diese Verpflichtung noch hältst. Guten Morgen. Da seid ihr ja. Was ist denn? Wir sind pünktlich. Das kann man leider nicht sagen. Und wie ihr seht, bewegt sich die Sonne morgens nun mal sehr schnell. Entschuldige, es war meine Schuld. Aber wir sind hier und die Fotos werden bestimmt toll. Das werden wir sehen. Du wirst das Capwell-Porträt großartig hinkriegen. Und dein Vater wird sehr erfreut sein, dass du so schlau warst, Suzanne den Auftrag zu erteilen. Ich danke dir, Ted. Ich finde es nett, dass du gekommen bist, damit ich Fotos von dir machen kann. Solange keine Torten durch die Luft fliegen oder andere gefährliche Leckereien, ist alles in Ordnung. Ich habe nämlich leider keine anderen Sachen dabei. Ich habe mit dieser Tortenschlacht nicht angefangen, wie du vielleicht du weißt. Du hast ein ziemlich kurzes Gedächtnis. Würdet ihr bitte aufhören, euch zu streiten? Das gibt es doch nicht, dass zwei Menschen, die mir wichtig sind, nicht miteinander auskommen. Hast du Hunger? Gut, dann gehen wir jetzt ganz groß im Speisewagen frühstücken. Ja? Guten Morgen, Mrs. Kaff. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Wir wollten gerade frühstücken gehen. Es wäre mir eine Freude, wenn ich Sie einladen dürfte. Ach, das ist sehr nett, aber wirklich nicht nötig, danke. Och. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nein, nein. Ich würde gerne unsere Unterhaltung von gestern Abend fortsetzen. Ich habe mir erlaubt, mit dem Schaffner zu reden. Der Zug wird am nächsten Bahnhof 3 Minuten halten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrem Ehemann zu telefonieren. Oh, vielen Dank. Danke vielmals. Na, wie findest du das? Da sind Cornflakes für dich. Komm, kletter auf deinen Stuhl. Ja, komm hier rauf. Ja, so ist es gut. Das ist eine Überraschung, was? Na bitte. Danke. Danke. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke, sogar sehr gut. Die gleichmäßige Zugbewegung wirkt sehr entspannend. Ja, nicht? Und ich finde es auch herrlich aufzuwachen mit diesem Ausblick auf den Pazifik. Es ist eine wunderschöne Strecke. Porter! Du kannst schon anfangen, Schatz. Ich habe doch noch etwas bei Ihnen bestellt. Ja, Mr. Disgrazia. Ja, danke. Nicht klickern, Schatz. Sie mögen doch Gardenien, Mrs. Kepler, nicht wahr? Ja, ich mag sie sogar sehr. Es ist nur ein bisschen eigenartig. Was meinen Sie? Ich habe auf unserem Grundstück das Grab von Mariah und Abby gefunden. Vielleicht können Sie sich erinnern, ich habe es Ihnen erzählt. Ballymore. Ja, und was denken Sie, lag auf dem Grab? Eine Gardenie.